SharePoint-Podcast, Ausgabe 419 vom 4.3.2020. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 419. Folge des SharePoint Podcast. Heute habe ich wieder meinen Gesprächspartner dabei. Es ist der Torben Blankertz, Experte für Project schlechthin. Und mit ihm habe ich auf dem SharePoint Saturday mal ein kleines Interview geführt. Was ist eigentlich los so mit Project und Microsoft? Ja, das kommt wie üblich unser Talk am Ende dieses Podcasts. Ohne lange Vorrede gehen wir gleich in Medias Res. Ich werfe zunächst mal einen kurzen Blick zurück auf den SharePoint Saturday letztes Wochenende in Bremen. Daniel Wessel und sein Team haben wieder einen schönen Event zusammengestellt. Das war ja der dritte SharePoint Saturday in Bremen. Wieder in Schuppen 1, dort wo die Oldtimer rumstehen. Unter anderem auch ein DeLorean stand da und ein Lloyd, der voll irgendwo vorne eine schwere Beschädigung hatte. Wie kann man so ein schönes Auto irgendwo gegenfahren? Das verstehe ich nicht. Aber egal. Ja, jedenfalls war es gut. Es war auch gut besucht, die Veranstaltung. Es fehlten ein bisschen die Aussteller, aber das scheint im Moment sowieso eine schwierige Situation zu sein, so kleinere Veranstaltungen mit ein paar Sponsoren zu füllen. Ich hoffe, das ändert sich auch wieder, denn letztlich ist so eine Veranstaltung immer toll, sich mit anderen wieder mal auch in regionaler Basis auszutauschen. Ich selber hatte einen kleinen Vortrag dort zum Thema meine 10 Top-Empfehlungen rund um das Thema Video im Unternehmen. Habe so ein bisschen Stuff gezeigt, Mikrofone, Gear, Kamera und so weiter und so fort. Und war recht schick. Auch die anderen Vorträge waren gut. Niki Borel hat die Keynote gehalten. Und wie gesagt, es war ein toller Event und ich hoffe, er wird auch im nächsten Jahr wieder durchgeführt. Und falls ihr als Partner mal eine Sponsoring-Möglichkeit sucht, wendet euch mal gerne in SharePoint Saturday. Da gibt es sicherlich offene Arme und offene Ohren für eure Angebote. Aber nach dem Event ist vor dem Event. Ja, selbst in diesen Zeiten gibt es noch Events, die stattfinden. Und zwar am nächsten Wochenende, also Samstag und Sonntag. Das ShareCamp ist wieder da und das gibt es in Köln, ist ausgebucht. Ich hoffe, es kommen auch alle und ich freue mich schon super drauf. Weil es eine Veranstaltung ist, die auch tatsächlich stattfindet, da haben wir ja im Moment mit dem Coronavirus einige Probleme. Insbesondere wer große Veranstaltungen macht. Ich weiß nicht, was alles mittlerweile abgesagt worden ist. Die Internationale Tourismusbörse in Berlin. Der MVP Summit ist abgesagt worden, in ein Online-Event umgewandelt worden. Das haben wir noch. Leipziger Buchmesse. Die Facebook F8 im Mai ist schon abgesagt worden. Microsoft hat seine Ignite-Touren in Zürich und Amsterdam gecancelt. Wow. Der Kollateralschaden dieses Virus ist ja fast viel größer als vermutlich der eigene, der originäre Schaden, der direkte Schaden, der dadurch erzeugt wird. Das hat mich zusammen mit Chris Müller, meinem lieben Freund aus der Schweiz, mit dem ich die Sharepocalypse ja mache, dazu zur Überlegung gebracht, dass wir auf dem ShareCamp, das ist ja ein Barcamp, jeder kann Sessions anbieten, dass wir eine Session machen werden, die wird heißen 2022, die überleben wollen. Was sind eigentlich die Folgen oder was können wir eigentlich für, was werden die Folgen dieses Ereignisses jetzt mit dem Coronavirus sein? Denn ich meine, wenn man dieses mediale Hype, der darum passiert und die ganze Aufregung, was alles rund um dieses Thema auf uns zukommt. Das hat ja nicht nur Auswirkungen persönlich für diejenigen, die erkranken, sondern ich sag mal, das betrifft ganz viel mehr, bis hin zum Homeoffice, was auch schon diskutiert worden ist und so weiter. Und das bietet sich ja geradezu an, auf dem ShareCamp das mal zu diskutieren. Wir werden es aufzeichnen, definitiv, vielleicht auch Livestream und da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
Ja, und Covid-19 betrifft ja nicht nur diejenigen, die daran erkranken, sondern hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Industrie. Und da sind auch schon so einige Artikel drumherum entstanden und veröffentlicht worden. Ich will gerne mal auf zwei hinweisen. Das eine ist ein Beitrag von einer Microsoft-Mitarbeiterin aus Shanghai, die heißt Lily Zeng, und sie hat mal beschrieben, wie ihre Arbeit jetzt in China aussieht, die von diesem Virus besonders betroffen ist mit Remote Work und was sie dort entsprechend erlebt hat, und gibt ein paar Tipps dazu. Ja, kann man sich mal ganz durchlesen. Interessant, heißt Working Remotely During Challenging Times, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und Microsoft reagiert sogar noch weiter in Verbund oder sagen wir mal parallel zu Google. Beide bieten ja Online-Conference-Lösungen an. Ich sage mal nur Teams, ich sage mal nur Google Hangouts. Und beide geben für eine begrenzte Zeit, ich glaube, es sind 6 Monate beziehungsweise bis 1. Juli. Genau, Hangouts bis 1. Juli und ich glaube Microsoft für 6 Monate. Kann man das mal nutzen für Remote Work, kostenlos? Ja, ist doch auch eine schöne Idee. Google and Microsoft are giving away enterprise conferencing tools due to coronavirus, heißt der Artikel aus The Verge, in den Shownotes verlinkt. Dann habe ich noch 3 Tipps für euch. Wenn ihr denkt, on-premise, ich brauche es ja noch, weil ich eine zentrale Drucklösung brauche, dann aufgemerkt, auch da wird sich einiges ändern, ist man am Arbeiten. Denn Microsoft hat Universal Print bekannt gegeben oder annonciert, wie man so schön sagt. Das ist eine Cloud-based Print-Solution, mit der ich dann Drucker über die Cloud als Ressource zur Verfügung stellen kann und darüber drucken kann. Artikel ist da. Ich weiß noch gar nicht, wann das kommen wird, ob das schon ausgerollt wird. Private Preview gibt es zunächst. Da steht es genau, eine Private Preview. Und dann muss man sich mit einem Formular, das ich euch auf der Seite verlinke, entsprechend anmelden, wenn man darüber oder wenn man daran einmal teilnehmen will. Dann gibt es ein interessantes Projekt, das nennt sich Data Protection Privacy Mapping Project. Was ist das denn? Es ist ein bisschen ruhig geworden, dieses Thema GDPR. Das wird sich aber übrigens ändern. Ich werde am Wochenende auf dem Sharecamp Niki Borrell wieder treffen. Und wir haben uns schon verabredet für ein kleines Interview. Da werde ich ihn mal zum aktuellen Stand mit GDPR und der Datenschutzgrundverordnung betreffen und vielleicht auch über dieses Tool reden, über das ich jetzt gerade schon mal gesprochen habe, dieses Open-Source-Tool. Dabei geht es darum, die verschiedenen Anforderungen, es gibt ja nicht nur die GDPR und es gibt ja auch noch ISO und ich weiß nicht, was es alles mittlerweile gibt, und es gibt immer noch wesentlich mehr Regularien, die aus den verschiedenen Regionen kommen. Und da wäre es doch mal interessant, welcher Artikel in welcher Vorschrift wie mit einer anderen korrespondiert. Also wie kann man das zusammen mappen, zusammenbringen? Und genau das ist sozusagen der Ansatz, der hinter diesem Projekt steht. Gibt es auf GitHub und soll in Zukunft eben die verschiedensten Dinge, ich lese mal nur mal so vor, EU General Data Protection Regulation, California Consumer Privacy Act, Brazils General Data Protection Law, Australia's Privacy Act, Canada's Personal Information und so weiter und so fort in einem Mapping-Tool zusammenbringen, sodass man weiß, wo was wie miteinander verknotet ist. Spannende Sache, glaube ich, sehr hilfreich, weil die Data Privacy ist ja ein super wichtiges Thema. Das sollte ja mittlerweile allen klar sein. Aber natürlich hat so jedes Land, jede Region auch so seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Gesetze und wie das so zusammenhängt, was wo wie abgedeckt ist, da mal eine Übersicht zu kriegen. Ich glaube, ein sehr sinnvolles Projekt. So, dann gibt es noch 2 Tipps. Einmal, wenn ihr schon mal
drüber nachgedacht habt, euer persönliches Aufgabenmanagement mit Hilfe der Microsoft-Plattform zu optimieren oder ihr, so wie ich über Jahre es versucht habe, so zu organisieren und ich euch immer fragt, wann gibt es denn das endlich mal so richtig, ob man so nach und nach die Verbesserung sieht. Lange Rede, kurzer Sinn, was ist eigentlich Microsofts Vision für dieses Taskmanagement? Und dazu hat der Chris Buckley einen schönen Artikel geschrieben, wo er ein bisschen die Historie erläutert, aber auch so den aktuellen Stand mal aufzeigt, rund um die Themen Planner, To-Do, Project, Teams und die persönliche Aufgabenverwaltung. Ich selbst bin ja mittlerweile auf To-Do umgestiegen, war ja jahrelang Wunderlist-Freund und bin jetzt, wie gesagt, auf To-Do umgestiegen und muss sagen, ich habe es nicht bereut. Gerade die Integration so in Outlook und in die ganze Office 365-Plattform sehr schön gelöst. Kann natürlich noch besser werden, aber man sieht auch dort regelmäßige, regelmäßige Erweiterungen und regelmäßigen Fortschritt. Wie gesagt, und der Artikel von Chris Buckley fasst das nochmal schön zusammen. Verlinkt in den Shownotes. Wo sonst? Und zum Abschluss der Tipp für den neuesten Beitrag aus der monatlichen Reihe, der Videoreihe Schon gewusst von N-Team aus Berlin. In diesem immer so um 15 Minuten langen Videos werden immer verschiedene neue Tools und Best Practice vorgestellt. Diesmal geht es einmal um Outlook Findtime, also die Terminfindung in Outlook. Es geht um E-Learning Tutorials. Und da freue ich mich insofern auch ganz besonders, weil ich diesen Beitrag dazu beigesteuert habe. Ich stelle dort die neue Office-App vor, die ja vor ein paar Wochen jetzt für iOS und Android herausgekommen ist. Und ich habe sie mir mal kurz angeguckt und gebe mal so einen vierminütigen Überblick, was man damit machen kann und wie das Ganze funktioniert. Video heißt schön gewusst und schon gewusst, nicht schön gewusst, schon gewusst und ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, und dann kommen wir jetzt zu meinem Gesprächspartner für diese Ausgabe. Torben Blankertz, Microsoft MVP und Project-Experte schon seit vielen Jahren. Auch selber Podcaster im Murejubel-Podcast und im Projektum-Podcast. Ja, mit ihm habe ich auf dem SharePoint Saturday in Bremen getroffen und dachte mir, Mann, Projekt haben wir ja auch lange nicht mehr besprochen. Schnapp ihn dir doch mal und lass ihn mal ein bisschen was erzählen, wie denn so der aktuelle Stand auf der Microsoft-Plattform rund um Project ist. Und bitteschön, hier ist wer? Torben Blankertz. Hallo Torben, ich grüße dich. Du beschäftigst dich ja mit einem Tool, was immer ein Nischendasein führt. Du wirst es natürlich jetzt bestreiten, aber nennt sich Project. Genau. Wie geht's Project? Ja, Project geht's wieder sehr gut. Ja. Wir haben ein neues Produkt erhalten, Project for the Web, was mit im Project Online integriert worden ist, was jetzt als völlig neues Produkt mit in Office 365 aufgenommen wird, weil es jetzt quasi auch Group unterstützt und wir mit jetzt von der alten SharePoint-Infrastruktur rübergehen in Office 365 richtig live, was mich persönlich freut, weil wir gehen jetzt auf die Custom Data Services, also wir verlassen die SharePoint-Infrastruktur und haben natürlich jetzt auf der anderen Seite auch viel mehr Möglichkeiten und auch, sage ich mal, einfachere Möglichkeiten, schnellere Möglichkeiten, eine volle Integration in die neue Welt. Also ich bin begeistert. Und ja, merkt man. Und das heißt, der Project geht jetzt auch in Microsoft 365 sozusagen rein, oder ist es? Wir waren ja schon da drin, seit eigentlich 2013. Ja. Nur hat sich da jetzt so von der Infrastruktur nicht mehr viel getan. Das heißt, wir waren immer auf SharePoint drauf und es war auch wirklich teilweise so, dass die User sich über, sage ich mal, Geschwindigkeit, Performance Probleme so ein bisschen auch beschwert haben. Das heißt, es war schon ein bisschen langsam, richtig schön arbeiten in Project Online, in der Web-Oberfläche, hat keinen Spaß gemacht. Mhm. Also wenn man ordentlich arbeiten wollte, dann ist man auf den Client gegangen, hat da seine Projekte geplant, hat die synchronisiert im Web-Frontend und im Web-Frontend hat man dann das ganze, sage ich mal, Portfolio-Management mit abgedeckt und hat die Zugriffe gehabt, aber richtig arbeiten hat man immer am Client gemacht. Mhm. Zweitens war ein Nachteil, die Mac-User. Man hat früher geschrieben, früher gab es mal eine Mac-Version. Ne? Ja. Ich glaube, in 2 um wir gab es nichts mehr. Das heißt, die mussten auch im Web arbeiten, haben jetzt aber auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir jetzt Project for the Web machen, richtig geniales, wirklich schnelles, neues Projekt zu erhalten, wo auch der Mac-User ordentlich mitarbeiten kann. Nun hat ja Microsoft schon einiges hinsichtlich Projektmanagement, Aufgabenmanagement in bisher Microsoft 365 To-Do. Ja, tatsächlich. Genau. Man hat der Klassiker. Man hat es nach 2 Dekaden geschafft, meine Aufgabenverwaltung zu realisieren, die halbwegs vernünftig ist. Ja. Nicht schlecht. Wunderliste für mich. Ja, genau. Kleiner Gag.
Genau, dann gibt es Planner. Planner. Dann gibt es natürlich immer noch klassische SharePoint-Listen und so weiter. Wie? Und eins hast du vergessen, es gibt immer noch das Azure Board, wo wir auch noch agile Projektmanagement-Methoden mit abbilden können, wie zum Beispiel Kanban und Scrum, was mit in Azure mit abgebildet wird. Deine Frage geht ja wahrscheinlich dahin, wo sich das jetzt alles ansiedelt. Ja, genau. Wie geht man vor? Wann nutzt man was oder ab wann brauche ich Project? Genau. Wie gehst du daran? Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, von der Komplexität sieht Microsoft eigentlich immer noch den Client für sich, für ein, sage ich mal, Projekt, was eine gewisse Komplexität hat und mit gewissen Ressourceneinbindungen. Das ist der Client immer gewesen. Dann kam To-Do mit dabei im oberen Bereich, Wunderlist. Ich nehme das auch ganz gerne, weil es war ja früher, die Mac-User haben es immer früher geliebt, als Aufgabenliste von Microsoft gekauft, jetzt in To-Do übergegangen. Und Microsoft hat das so ein bisschen gelöst und hat gesagt, da sich auch die Arbeitsweise ein bisschen der Menschen geändert hat, wir nicht mehr in sequentiellen Projektmanagement-Bereich denken, sondern mehr in den agilen gehen, kommen wahrscheinlich viele Menschen, die, sage ich mal, kleine Projekte planen, eventuell auch schon mit To-Do aus. Deswegen ist To-Do so ein bisschen gleichgerückt mit dem Project Client in der Aufgabenverwaltung. Dann gab es immer die SharePoint-Liste, die war immer so in der Mitte angesiedelt, wo die Gruppen mit zusammenarbeiten konnten. Man konnte da auch schon immer eine Synchronisation machen vom Project Client aus in eine SharePoint-Aufgabenliste rein. Das hat schon immer funktioniert. Aber 2014 kam Planner mit ins Spiel. Und dann kam auch auf dieser Folie, ich werde es in LA nie vergessen, Planner in die Mitte mit rein. Und habe ich gesagt, okay, was soll das jetzt? Ja. Planner hat sich aber sehr stark auch in den Unternehmen befestigt, weil viele Unternehmen wirklich die Möglichkeit sehen, da ihre Aufgaben leicht mit in Gruppen, das ist ganz wichtig, zu erarbeiten oder mitzuarbeiten und auch kleine agile Ansätze, wie zum Beispiel ein Kanban-Board, mit abzubilden. Naja, ich glaube, dieses Kanban Visualisierung hat wahrscheinlich schon mal... Genau. Ja, das ist auch Trello. Ich meine, das sind auch andere Produkte, die das können. Aber der Vorteil, der wirklich dabei ist, ist halt die Einbindung gewesen in die volle Office 365-Welt. Das heißt, da ich diesen Groups habe, habe ich halt ein Management und nicht nur 24.000 Tools, wo ich mitarbeiten muss. Das hat aber wiederum einen Nachteil, weil wenn man die Hardcore agilen Leute hat, die wollen ganz andere Formen. Die wollen zum Beispiel noch VIPs haben, also die Line im Prozess, wie viel habe ich da drin? Work in Process, wie viel habe ich da drin? Und da muss man halt immer so fragen, von wegen, was will eine Organisation eigentlich überhaupt abdecken? Und da fängt man wirklich an, in der strategischen Beratung erstmal zu gucken, von wegen, wie sieht meine Methodik aus? Was möchte ich in der Strategie nutzen, nach oben hinweg? Und welches Tool löst eigentlich meine Probleme? Und da haben wir, wie schon festgestellt, das ist eine Fülle. Und dann kommt natürlich jetzt auch noch Project Online als Portfolio noch mit oben drauf. Und da muss man wirklich sehen, wer braucht welche Lizenz, weil das ist ja auch immer eine Lizenzfrage und eine Kostenfrage nachher, möglicherweise auch für die Unternehmen. Ist denn Project Online jetzt so mächtig wie das alte Project? Es bleibt ja noch. Wir sind ja mit drin. Also das heißt, wir haben momentan, wenn man das sieht, vier Produkte in dem Produkt. Wir haben einmal Project Home, das ist ein Feature, was mit dazu ist. Das kann man so als Proxy-Tool sehen im oberen Bereich. Von da aus kann ich in beide Welten reinspringen, in die alte und in die neue Welt. Was deine Zuhörer wissen sollten, es gibt kein Zusammenarbeiten mehr. Also dann muss ich für die eine oder für die andere Welt entscheiden. Und diese Home-Seite bietet die Möglichkeit, in beiden Welten Zugriff zu haben, ohne dass der User das merkt. So. Okay. Dann haben wir einmal die Roadmap innerhalb von Project, die es mir ermöglicht, Portfolio-Management abzubilden und auch Projekte aus der alten Welt, aus der neuen Welt und aber auch aus Azure DevOps übereinander über ein Portfolio abzubilden und habe auch hier die Möglichkeit, meine Projekte über alle Welten zu managen. Dann gibt es die alte Project-Welt. Die hat noch den Vorteil momentan, dass ich vom Project-Client aus nur noch in die alte Welt synchronisieren kann. Also ich kann noch nicht in Project for the Web synchronisieren. Und wir haben die neue Welt halt auf Common Data Services beruhend, wo ich logischerweise auch noch ganz andere Möglichkeiten habe mit der Anpassung, auch Integration in Teams rein, Integration in Power BI rein, die zwar auch schon in Project Online gehen, aber halt in dem Fall ein bisschen ausgebauter sind. Also passiert eine ganze Menge in dem Bereich. Kann man so sehen. Und es ist auch abenteuerlich zu sehen, wie schnell es passiert, weil es wirklich immer neue Anforderungen sind. Und im ersten Step, also wenn so ein erfahrener Projektleiter Project for the Web sieht, der denkt so erst, das ist doch kein Project. Bis man in die Common Data Services reinguckt, wo schon eine App bereitgestellt wird, was man customizen kann und ganz fantastische Vorgaben hat. Viele sagen natürlich, das sieht ja fast aus wie Dynamics. Ja, von der Oberfläche vielleicht. Da steckt aber wirklich die Power-Plattform von Microsoft. Common Data Service, da gehen ja gleich die Eurozeichen hoch. Genau. Das heißt, es wird als Premium Service irgendwie lizenziert sein. Momentan ist es noch mit den Project-Lizenzen P3 und P5 mit abgedeckt, wenn man in dem App bleibt. Wenn man natürlich automatisieren möchte, da hast du schon ganz recht, dann wird das Ganze sehr, wie soll ich sagen,
interessant, weil dann wirklich auch die Enterprise-Lizenzen mit beikommen, einmal für Power Automate und auch einmal logischerweise dann für Power Apps. Mhm. Ja. Der Zugriff auf Power BI ist wirklich mit der Lizenz mit bei. Die P1-Lizenz fällt da sowieso bei raus, weil mit der P1-Lizenz dann nur diese Web-Oberfläche mit gemeint, wo man darauf zugreifen kann. Was ein bisschen verwirrend ist, muss man wirklich sagen, man ist ja selber daran angehalten, die Features so zu designen, dass die Lizenz treu sind. Das heißt, Microsoft, also zumindest kann man mit einer, ich sage mal, P3 Features aus P5 nutzen, aber das Unternehmen muss sicherstellen, dass es quasi so konfiguriert, dass es halt nur die Features nutzen darf, die sie dürfen. Und das stellt die nächste Herausforderung für viele IT-Abteilungen, weil die eigentlich überhaupt nicht wissen, was mit den ganzen Features im Projekt gemeint ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, einen Projektplan veröffentlichen, oder einen Projektplan speichern, das ist ein Unterschied. Okay. Das eine darf ich, das andere nicht. Ja. Und das ist halt dann so eine Frage, das muss man dann wirklich erarbeiten und wirklich in einem Workshop halt durchgehen. Ich mache das über ein Profiling, dass man sagt, man macht ein Profiling, welche Rollen habe ich im Projekt? Projektmanager, ich habe einen Lenkungsausschuss, ich habe Projektbeteiligte. Mhm. Und wer soll welche Features nutzen und welche Lizenzen brauchen die? So kommt man dann auf einen guten Weg. In Microsoft 365 sieht man ja mittlerweile so Word, PowerPoint und so weiter, überall kleine Funktionen in Richtung KI aufbauen, die Unterstützung liefern, die zusätzliche Ergebnisse. Gibt es KI auch in Project? Es gibt ein KI-Modul, ja. Das ist von MVP-Kollegen von uns aus Brasilien entwickelt worden. Und das einen unterstützen soll bei der Hilfe. Ich glaube, dass in der Zukunft sehr viel da auf den Markt kommen wird, was das Verhalten der Verrechnungen sagt. Risikomanagement ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel, Projektmanagement, wo man sehr gut mit KI arbeiten kann. Mhm. Ich kann auch ein Verhalten, wenn verschiedene Muster in einem Projekt existieren, über einen ganz leichten Algorithmus eigentlich rausfinden, wie gehe ich davon aus, wird sich das Projekt in der Laufe der Zeit verschieben. Auch diese Punkte werden kommen. Bin ich auch da mal gespannt, wie es weiter ausgebaut wird. Super. Naja, man kann sich darüber informieren. Du hast ja einen Blog und einen Podcast und einen YouTube-Kanal. Genau. Was, wo findet man dich? Wo ist die zentrale Anlaufstelle? Die zentrale Anlaufstelle ist logischerweise mein Blog. Ja. Ja, unter blankwarz-pm.de. Da findet man eigentlich alles, wo ich irgendwo was verteile. Minus PM, Projektmanagement, genau, .de. Ja. Und ja, logischerweise einfach bei Google meinen Namen eingeben. Da wird dann sofort alles ausgehen. Alles klar. Vielen Dank. Bitteschön, Michael. Abonniert die Podcasts von Torben und schaut auf seinem Blog nach, wenn euch an den Themen rund um Project was gelegen ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall lohnt es sich auch immer gerne, Kommentare zu diesem Podcast zu schicken. Und ich habe auch einen Kommentar auf die letzte Folge gekriegt. Es ging da um die App, das Video, was ich vorgestellt habe von der Microsoft 365 und SharePoint PNP Community. No Code Solution to Expose SharePoint Portal in Microsoft Teams. Da hat mir der Ralf geschrieben. Und lieber Ralf, vielen Dank für dein Feedback. Kurze Anmerkung dazu. Ich konnte dir nicht antworten, weil das Formular, über das du geantwortet hast, einen Fehler enthielt. Es hat nämlich nicht deine Feedback-E-Mail-Adresse gespeichert. Insofern konnte ich jetzt keinen Kontakt über E-Mail mit dir aufnehmen, sondern muss das jetzt hier über diesen Weg machen. Nichtsdestotrotz wolltest du wissen, du hast die dort vorgestellte Lösung im Video hast du nachgebaut, aber sie hat bei dir nur in der Browser-App, aber nicht in der Teams-App funktioniert. Ich kann das jetzt weder bestätigen noch leugnen, weil ich bin jetzt nicht in der Programmierung dran. Ich habe das auch nicht selber ausprobiert. Ich würde dir einfach empfehlen, dich mal an dieses PNP-Team zu wenden. Das ist ja eine recht vibrant Community, wie man so schön sagt, und die dir vielleicht dort weiterhelfen können. Herzlichen Dank für den schönen, tollen Podcast. Mach weiter so, mache ich. Vielen Dank. Ihr seht, Feedback kommt an. Übrigens, das Feedback-Formular habe ich korrigiert. Also beim nächsten Mal sollte es möglich sein, dass ich euch dann auch direkt auf eine Anfrage oder einen Kommentar per E-Mail antworten kann. Ja, insofern freue ich mich, wie gesagt, immer darüber. Und bis zum nächsten Mal. Ja, das war's dann für heute. Und bis zum nächsten Mal sagt tschüss, der Michael Gregg. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.